Hallo? Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Pokémon Smaragd. Willkommen zurück. Ich bin der Lars Ash. Ketchum, heißt das so? Ich glaube schon. Ich begrüße euch ganz herzlich. Weiter geht es mit Pokémon Smaragd. Nach einer kurzen Pause. Jemand, der die Playlist sich anschaut, wird sich denken, what the fuck? Eine kurze Pause. Schaut auf das Datum. Es sind nur minimal. Es waren nur so ein, zwei Tage. Von daher war die Pause angemessen. Ich musste mich ein, zwei Tage ausruhen. Jetzt geht's weiter mit Pokémon. Wunderbar. Mit Overlay. Was hoffentlich noch passt, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es mal. Ich bin super genial vorbereitet. Also ich habe mal hier die Musik bzw. die Einstellung ist komplett alles neu. Wenn der Sound zu laut ist, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ich kriege wieder alles auf den Backen bzw. gebe mein Bestes und wir checken erstmal ab hier, was hier abgeht. Und zwar gehen wir erstmal auf meinen. Ich bin übrigens mit PS4-Controller. Ich gehe mal kurz auf meinen Pokédex. Pokédex ist falsch. Ich gehe nicht auf meinen Pokédex, sondern ich gehe auf meinen Pokémon. Und möchte mir erstmal kurz anschauen, wen wir hier haben. Wir haben den Gorgi am Start. Hallöchen. Ist denn der Gorgos noch da? Wenn ja, Gruß geht an dich raus. Der Gorgi Stufe 42. Wir gucken jetzt groß kurz mit der Grafik an, das passt. Das ist wunderbar. Oh, diese Mütze ist toll, ne? Pokémon-Mütze. Gorgi passt 42, alles in Ordnung. Das ist wunderbar. Dann haben wir den Nice am Start. Der Nice ist das Vieh, oder? Passt das? Ist ja so weiterentwickelt? Ich glaube schon. Das sieht gut aus, oder? Hier, Bericht. Sieht das gut aus? Das sieht gut aus, das ist er doch. Jawohl, Feuerkampf, alles gar kein Problem. Der Honey ist auch so weit entwickelt, das passt soweit. Katzi ist am Start. Dann haben wir Horrorhuhn. Horrorhuhn ist auch so weit entwickelt. Und der Noxy ist auch so weit entwickelt. Wir sind großartig dabei, großartig am Start und können eigentlich weitermachen. Oh, ich kann sogar aufs Fahrrad gehen. Oh mein Gott, ich kann aufs Fahrrad gehen. Und da ist eine Tussi mit komischen roten Augen, die uns anguckt und uns bestimmt mit Laser abschießen will. Mein Fresser, den dicken Arsch, da will ich gleich wieder reinlümmeln. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss. Wir gehen mal kurz auf die Map. Ist die hier? Karte. Oh, hier ist die Karte. Hier ist die Karte. So, wo sind wir denn? Wir sind gerade eben hier. So, Hoosbach oder ist das ein M? Das ist auch Moosbach City, Entschuldigung, Moosbach City. Hier ist Route 126. Hier ist dieser Kollege. Sehen wir denn, wo wir schon waren, wo wir die Orden rausgeklatscht haben? Ich meine, wir waren schon sehr weit. Wir haben auch schon einige Parts am Start. Und die Musik kommt mir super laut vor. Wenn es zu laut ist, mach es erstmal runter. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich mache es auf jeden Fall beim nächsten Part etwas leiser. Ich kann es auch jetzt machen. Kleiner Moment, ich mache es kurz etwas leiser. Das ist halt super laut hier gerade. Sie ist auf 6%. Gehen wir mal auf 4. Gehen wir auf 4. Ich glaube, 4 ist besser. 4 ist, glaube ich, soweit okay. So, was haben wir denn noch hier? Können wir rauszoomen? Können wir nicht. Doch, mit A können wir zoomen. Was war denn A bei mir? Ich weiß es nicht. Das zurück. Kurz abchecken, wo ist A bei mir? Okay, jetzt können wir hier hinein. Das passt soweit alles. Zoomen, zoomen, zoomen. Okay, jetzt habe ich rausgezoomt. Ich möchte gerne zurückzoomen. Ich weiß nicht, wie es geht. Alles klärchen, Lars. Du bist am Start. Okay. Ah. Ah, Zoom funktioniert. Ja, wir haben hier viele Routen. Wir schauen uns mal kurz an, was habe ich denn für Orden schon? Zustand. Was ist der Zustand? Was bedeutet das? Team. Suche. Nee, scheiß auf Team, scheiß auf Suche. Trainer. Ruf. Aha, 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 aha. Alles klärchen. Ausschalten? Nein. Lars. Oh, hier. Meine Orden sind hier aufgelistet? Natürlich. Name Lars. Geld. Oh, wie viel Credits wir haben. Sind das Credits hier? Ich glaube schon. Unglaublich reich. Mann, sehen wir geil aus. Pokédex 27, Spielzeit. Was? 26 Stunden? Und das Stunden? Nicht Minuten, geht ja gar nicht. 26 Stunden, what? Und uns fehlt nur noch ein Orden? Uns fehlt nur noch ein verdammter dreckiger Orden. Wie geil ist das denn, Freunde? Das ist ja wunderbar. Und wo bin ich gerade? Ich glaube, ich bin hier sogar richtig. Ich meine, ich war hier in der Stadt fertig, glaube ich zumindest. Meine Pokémon sind voll gehalten, ne? Ich muss mal kurz gucken hier, ob meine Pokémon sind die alle voll, sind die im Rahmen. Das macht man natürlich. Gorgi ist vorne. Das passt, ist auf jeden Fall alles sehr, sehr nice. Hier sind wir fertig. Und schwimmen kommt man, glaube ich, auch schon. Ich hoffe doch mal. Dann können wir die Insel hier verlassen. Alter, mein Magen. Das Wasser tiefblau, Katzi einsetzen, jawohl. Yeah, Katzi, come on. Let's do this shit. Die kleine süße Katze, Moosbach City, hui. Route 125, müssen wir hier hin? Mal kurz abschenken hier. Leute, wie gesagt, ich muss mich hier erstmal wieder reinfinden. Ich glaube, wir müssen hier unten hin, oder? War ich hier schon? Ich glaube nicht. Wie gehen wir da unten hin? Das ist, glaube ich, ein guter Plan von uns. Das heißt, wir müssen hier irgendwie lang. Also am besten nochmal hier rüber. Ich weiß gar nicht, können wir hier Pokémon finden? Natürlich können wir hier Pokémon finden. Was ist hier? Ah, so ein Lau. Tentaka, was ist das denn für ein Scheißding? Mein erster Kampf gegen ein Level 7 Pokémon. Das ist ja ganz geil. Dafür kriegst du erstmal jetzt hier einen Stampfer. Von dem Gorgi. Der muss ja wieder warm werden. Er war ein paar Tage auf Urlaub. Hat sich schön die Sonne gegönnt. Irgendwo Mallorca, keine Ahnung wo. Und er hatte Spaß, er hatte sehr viel Sex natürlich, so wie sich das gehört. Er hat richtig rumgehurt, der alte Sack. So gefällt mir das. Und ja,
Können auch hier weiterfahren. Denn hier, ich müsste erst unten rechts hin. Ich weiß nicht, ob ich da schon war. Wir müssen jetzt abchecken, wo es weitergeht, wie schon erwähnt. Haben wir denn hier den Orden schon? Moment, gibt es hier noch einen Orden? Vielleicht gibt es hier den letzten Orden. Das weiß ich gar nicht. Was ist denn hier oben? Wie heißt die Stadt? Die Stadt heißt... Da oben ist ein Orden. Moosbach City, unser Motto, liebe... Was? Liebe Pokémon? Wie, von hinten oder was? Gitti. Oh, das Fahrrad ist viel zu schnell. Ich kann es gar nicht kontrollieren. Ist das hier ein normales Haus oder gibt es hier einen Orden? Das ist ein normales Haus. Oh! Lars? Ja, das ist mein Zuhause. Peinlich, wie kalt die Räume hier sind. Oh, hier, nimm diese VM. Sie enthält Taucher. Ich habe das meinen Pokémon schon beigebracht. VM 08 erhalten. Taucher? Lars packt VM 08 in die Truhe. Gab es nicht irgendwo? Es ist so lange her. Gab es nicht ein Wrack? Also ein Schiffwrack? Ein gesunkenes Schiff, like Titanic? Entschuldigung. Eisberg, nein. Wo wir reintauchen können? Ich meine, sowas gab es da. Wenn du Surfer einsetzt und über das Meer gleitest, wirst du dunkle Stellen im Wasser bemerken können. Setze hier Taucher ein. Und du kannst hinabtauchen bis zum Meeresboden. Wenn du wieder aufgetaucht machtest, setze ebenfalls Taucher ein. An manchen Stellen ist das Auftauchen allerdings nicht möglich. Dann wirst du elendig ertrinken. Und das ist richtig geil. Ich meine schon. Arena. Haben wir jetzt die Arena schon fertig? Wir checken das mal kurz ab. Arena kurz abchecken, Leute. So, was haben wir hier? Wow, du bist erstaunlich. Du bist ein großartiger Trainer. Bedeutet das, ich bin hier fertig oder was bedeutet das? Ich glaube, ich bin hier fertig. Doch, ich bin fertig. Und würde ja niemals sagen, ich glaube, der Typ kommt immer erst, wenn man die Arena fertig hat. Alter, eben mit seiner Mütze, weißt du? Ich bin ein Matrose, ich bin dick und hab eine Mütze. Matrosen sind nicht fett. Meine Fresse. So. Ja. Moment. Erstmal kurz abchecken. Will ich denn erstmal auf das Inventar, auf den Beutel? Was habe ich alles drin? Keine Ahnung. Und zwar will ich auf Items VM Taucher. Wo ist denn das hier? Pokebälle. Da. TM VM. Taucher. Wo ist der Taucher? Da. Surfer, Blitz, Taucher. Wen kann ich denn Taucher überhaupt geben? Ja. Ich glaube, es müssen Wasser-Pokémon sein. Obwohl, diese komischen Dinger kann, glaube ich, jedem beibringen. Aber ich glaube, Katzi ist dafür gut geeignet. Okay. So, welche möchte ich denn gerne dadurch tauschen für Taucher? Den Eisstrahl ist geil. Surfer ist geil. Brauchen wir eh. Hydropumpe, der ist todesgeil. Windhose? Stärke 40. Ist aber ein Drachenangriff. Und Drachenangriff haben wir dann gar nicht mehr. Oh, ich weiß nicht. Geh jetzt mal raus. Ich habe Angst. Nein, ich will es niemandem beibringen. Was? Soll eine andere Attacke? Nein. Nicht gelernt, hört sich mal gut an. Wir gucken erstmal, ob wir das Wrack überhaupt finden. Ist es vielleicht sogar auf der Karte markiert? Wir wissen es nicht, wir werden einfach mal losschwitzen. Gibt es nicht auch diese Möglichkeit? Moment, wir gehen nochmal kurz auf Pokénav. Es gibt auch ein Item, womit man dann die ganze Zeit von keinem gegnerischen Pokémon getroffen werden kann, beziehungsweise ausgewählt werden. Gibt es irgendwo einen Wrack? Hier, glaube ich. Irgendwo war das hier. Ich meine, ich hätte es vor einer sehr kurzen Zeit, natürlich, das ist nicht lange her, ist eine kurze Zeit her, da habe ich es gesehen. Ich weiß bloß nicht wo. Hier ist die Insel, Route 124. Hier ist tiefes Wasser, können wir da runtertauchen? Könnten wir normalerweise jetzt. Ich denke mal, oh, ein wildes Wasser. Oh Gott, nicht sehr cool. Ein Tentacher schon wieder. Und ein Tentacher ist unglaublich stark. Wir machen schnell die schnelle Variante hier mit Vorspulen. Habe ich auch wieder eingebaut. Gar kein Problem für mich. Das war hier ein Haus. War ich da schon? Ich denke doch mal, oder? Wir checken mal kurz ab, was haben wir hier für ein Häuschen? Hier finden wir Haus des Schatztauchers. Hört sich schon mal nicht schlecht an, Schatztaucher. So, was haben wir hier? Sag. Hast du Scherben antiker Werkzeuge gesehen? Du hast keinerlei Schätze für mich. Wenn du Stücke findest, besonders Purpurstücke, tausche sie mit mir. Die Purpurstücke, der sieht aus wie ein Rapper. Ich muss jetzt irgendwie mal beibringen, ich muss da unten tauchen, hier irgendwo. Ich muss tauchen. Ich habe ein neues Ding bekommen. Das müssen wir nachschauen, wer das denn braucht. Wen verlieren wir irgendwas? Ich glaube, wir gucken mal. Horrorhuhn hat Zerschneider, Zertrümmern und Stärke. Ich glaube, Horrorhuhn war unsere VM-Schlampe. Ja. Horrorhuhn, wenn du noch zuschaust, ich opfer jetzt auf jeden Fall dich nochmal. Du bist eine Bitch. Du bist eine VM-Bitch. Und die VM-Bitch bekommt den Scheiß jetzt in den Beutel. Ins Gesicht. Taucher, ja. Ja, aktivieren. Und das bekommt unser Horror. Und ich habe keinen Bock hier, dass unser Katzi zu viel Kacke lernt. Was stand da gerade?
Ist schon irgendwas, kann ich beigebracht werden oder wie? Fuck. Das heißt, ich muss es. Ich muss es wirklich. Och nö, ich muss es unsere Katzi beibringen. Unsere kleine Katze muss es jetzt lernen. Okay, Katzi, dann lern es doch mal. Ja, 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 ja. Und Server macht 95 Damage. 95, 120. Ja, wir müssen jetzt die Drachenscheiße hier verlieren. Tut mir leid, wirklich, die Drachenscheiße. Tschüss. 1, 2, 3, schwupsi, dubbeli, dub. Ein Taucher gelernt. Alles klar, ich habe gar kein Ding für den King. Jetzt gehen wir jetzt mal den hier kurz ein. So, surfen wir wieder auf Katzi und nun können wir hier tauchen, ne? Hier. Oder nicht? Wenn ich jetzt, Optionen, kann ich jetzt irgendwie Pokémon und, Katzi, Taucher. Wir sind weg. What? Unter Wasser. Wie geil das ist. Warte, gibt es jetzt irgendwelche Pokémon hier? Wie cool das einfach aussieht. Das habe ich noch nie gesehen, dass man tauchen kann in einem Pokémon-Part. Lustig, genial, total toll. Oh. So, gibt es ja auch Pokémon unten? Na, scheinbar nicht. Dann gehe ich wieder hoch. Eieieiei. Ja, Pokémon. Und wieder Katzi und Taucher. Oh, ja, nach oben, jawoll. So haben wir den Gegner schon gekämpft, natürlich. Hier war irgendwo ein Wrack. Ein Wrack. Ein Schiffswrack. Hier haben wir gegen die auch schon gekämpft. Oh, ein Pokémon. Ja, das Ding werde ich jetzt nicht schnell überspringen. Wie gesagt, das ist nur so ein scheiß Tentara und Tentara ist halt blöd. Und ich es gibt die Scheiße. Ich war schon über die. Wo ist das Wrack? Soll ich jetzt echt jedes Loch hier absurfen? Oh, das haben wir ja noch gar nicht. Dann würde ich sagen, machen wir ein... Weiß ich nicht. Wir One-Hit in den E allgemein, oder? Ja, ist scheißegal, was wir machen. Der ist eh tot. Ja, wir sind zu hoch vom Level. Von daher, ich will ja eh nicht alle 150 Pokémon sammeln. Ich weiß, es sind mehr hier. Wir haben echt gegen schon alle gekämpft. Wir sind hier falsch. Wir machen es anders. Wir machen jetzt so. Ich snack die jetzt hier schnell weg. Alles One-Hit und so weiter. Bekommt Noxie, beziehungsweise Noxie hat dieses komische Ding, womit der, womit die XP aufgeteilt wird, genau. Und ich werde jetzt auf jeden Fall, glaube ich zumindest, nochmal ein Loch ansteuern. Und werde versuchen, in diesen Loch nochmal zu tauchen. Warum? Weil ich es kann. Ja, Wingull. Heißt ist das Wingull oder Weingull? What the fuck? Das ist der Wingull. Der Weingull, Alter. Ist die neue, ist die englische Aussprache. Der Wind. Wingull. Ich kann es nicht aussprechen. Ja, ich möchte gerne. Ja, alles klar. Runter. Oh, hier geht's ja weiter. Ist hier was drin in dem Busch? Oh, Unterwasser-Pokémon. Was ist hier? Ein Lampi? What the fuck ist ein Lampi? Sieht auch cool aus, ein Lampi. Überlebst du das? Ein Stampfer? Lampi? Nein. Ein Volltreffer, na toll. Ich wollte mir so ein Lampi mal anschauen, aber Lampi war One-Hit. Na toll. Dann mal weiter surfen hier. Alter, wie geil das ist. Ich feiere das gerade richtig, dass wir hier unter Wasser rumwirbeln können. Vielleicht finden wir echt die Titanic noch, wer weiß. Und die ganzen Büsche, ich will mal gucken, was wir noch unten so für geile Pokémon haben. Lampi. Die Lampe. Ich kenne die Pokémon alle nicht. Wieder bei Smaragd bin ich total blind alles noch. Und, ein Perlu. Also alles keine Gegner für uns. Sie sind alle tot schnell. Oh, der lebt noch. Dann können wir eigentlich, weil wir gerade dabei sind. Wir haben bestimmt noch genug Pokebälle. Ich denke doch mal Bären, Basis-Items, Items, Pokebälle. Wir haben einen Superball. Setzen wir die Superbälle. Ne, ich glaube, ein normaler Pokeball reicht auch. Reicht normaler Pokeball? Du bist nur so ein Perlu. Normaler Pokeball wird gegen dich reichen, oder? 1, 2. Easy. Gar kein Ding. Für den King. Der Perlu. Und ihr wisst ja, ich benenne immer Pokémon nach Boys, die Perlu fängt die Beute mit seiner Schale. Die Perle, die bei der Entwicklung entsteht, soll angeblich eine geheimnisvolle Energie besitzen. Oh my God. Look at her butt. Nee. Wie nennen wir das denn? Ich weiß gar nicht, wer ist denn zurzeit noch bei Pokémon dabei? Weiß ich gar nicht. Wo ist das eh da? Das ist der Abonnent. Der ist jetzt am Start und der wird jetzt so benannt. Abonnent. Und das nächste Mal werdet ihr danach benannt. Das heißt, wenn ihr mal fleißig Kommentare schreibt und so weiter, natürlich kein Spam und so weiter, sondern vernünftig, könnt ihr das nächste Pokémon sein. Dann seid ihr bestimmt alle glücklich, wenn ihr ein Pokémon sein wollt. Bei Wünsche, welches Pokémon, schreibt es auch gerne rein, aber es ist halt... Ja, ne? Ist halt... Ich muss halt erstmal fangen. Und da rülpse ich erstmal gekonnt ins Mikro rein. Warum? Weil wir es können. So. Wir surfen noch hier ein bisschen. Was haben wir denn jetzt hier für ein Ding? Was ist das denn?
Ein Relikant? Was ist eine? Was ist das für ein Ding? Wo ist denn der Kopf? Ist das da links der Kopf? Das sieht aus wie eine Schale. Das sieht aus, als ist eine aufgebrochene Schale, wo ein Teddybär rauskommt. What the fuck ist das für ein Shit? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Nicht sehr effektiv. Aqua! Wow. Ich habe gehört, eine Schockwelle, die magst du nicht sehr gerne, Mr. Reilly. Hieß hier Religionsunterricht oder was? Sehr effektiv. Aber wie viel der aushält? Was macht der denn jetzt? Der kann jemanden einschlafen. Den will ich haben. Ist das der Unterwasser-Relaxo oder was? Wir nehmen sogar einen Superball, glaube ich. Ja, Superball. Der ist ein bisschen stärker. Nein, verflixt, es hätte fast... Es schlug fehl. Toll. Noch ein Superball? No! Holy moly, was mache ich jetzt? Ich versuche nochmal einen Stampfer. Schläft tief und fest, alles klar. Eieiei, was ist denn los mit dem Pokémon? So, ist aufgewacht, Stampfer, überlebt er. Nein, war ein Volltreffer. War bestimmt ein total seltenes, super geniales Pokémon. Was ich nie wieder finden werde. Das war das Unterwasser-Relaxo. Na toll. Hier kam ich her, genau. Ich habe das Unterwasser-Relaxo nicht bekommen. Und zwei Superbälle geopfert. Zwei. Sind die. Nee, kann man so kaufen, denke ich mal. Aber Superball hört sich gut an. Ich hoffe, ich habe sie nicht verschwendet. Hier geht's nicht weiter. Ich gehe mal wieder hoch. Kann ich ja hier, ne? Okay, muss ich aber auswählen, das Pokémon. Pokémon! Katzi, meine junge Dame, schicken Sie mir wieder hoch mit dem Taucher. Ab nach oben. Dankeschön. Route 121. Hier kommen wir auch runter. Kommen wir schon in das gleiche Loch hinein. Oder? Kurz abtesten hier. Abchecken. Wir sind ja hier am Start. Sind unter Wasser. Ist das das gleiche? Waren wir hier schon mal? Unterwasser-Relaxo? Nee. Kennen wir schon. Perlo haben wir schon. Deswegen können wir eigentlich Perlo Richtung Hölle schicken. Mit einem One-Shot. Natürlich ist sehr effektiv, Leute. Gar kein Ding für mich. Gar kein Ding für mich. Waren wir hier schon? Ich glaube schon, weil die Höhlen alle zusammen liegen hier unter Wasser ein bisschen. Ja, hier waren wir schon. Ne? Hier waren wir schon. Ja, klar, hier waren wir schon, oder? Ich weiß es nicht. Es sieht alles so gleich aus hier. Ja, sieht gut aus. Einmal wieder nach oben. Hier ist jetzt nicht so ein schwarzer Balken, beziehungsweise ein schwarzer Fleck. Komme ich trotzdem hoch? Ja, geht. Alles klar. Jetzt bin ich hier am Ende. Am Ende der Welt. Wo war denn das Wrack jetzt? Ja, Tentacha. Oh, Tentacha, geh mir nicht auf den Sack. Dafür braucht man dieses komische Item, womit man... Glaub, brauchen wir das nicht? Wollte der Kollege das nicht haben? Ach, wir können durchs Tauchen an Stellen kommen, wo wir normalerweise nicht hinkommen. Sehe ich das richtig? Ich sehe das richtig. Wow, das ist cool. Jetzt muss ich wieder runtertauchen, damit wir wieder wegkommen. Das ist sehr, sehr geil. Was, hier ist ein Gegner? Oh Gott, ein Tentacha schon wieder. Warum diese Tentacha? Entschuldigung, dass die ganze Zeit Tentachas hier rumlaufen. Aber die stören mich wirklich. Level 42 geworden. Ja, ist tief genug. Ich will gerne runter. Lassen Sie mich bitte runter. Ich muss wieder unter Wasser hier rumsurfen, beziehungsweise rumballern. Ja, ich glaube, wir können schon lange die Luft anhalten. Das ist ziemlich gut. Das gefällt mir, dass wir sehr lange die Luft anhalten können. Oh, Lars, der Pokémon-Trainer kann immer lange die Luft anhalten. Oh yeah. Holy moly. Hier kommen wir bestimmt wieder hoch. Das heißt, wir gehen kurz auf die Optionen Pokémon und gehen auf Katzi und tauchen wieder auf. Lass mich bitte nach oben. Ups. Nein, ich will nicht runter. Ich will weiter rumsurfen. Wo ist das Wrack? Das Wrack. Ich weiß es nicht. Hier können wir wieder runtertauchen und können wieder ein Stück hier überspringen. Aber bevor wir das machen, beende ich den Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr auch ein Pokémon sein wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Beziehungsweise, ja, komm, haut raus. Ist kein Problem. Ich werde dann wieder ein paar Pokémon benennen. Werde aber jetzt erst ein paar Parts am Stück aufnehmen. Das heißt, wisst ihr Bescheid. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Haufen super nicer Boys. Fangt alle 150 Pokémon, denn ihr wollt der Allerstärkste sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.